Die erste Frage ist vielleicht die schwierigste. Erstmal ein Schluck Bier. Wir dachten, das ist vielleicht ganz cool, nochmal so die Essenz in, weiß nicht, 3-4 Sätzen nochmal zu formulieren, wenn das funktioniert. Unser Ziel war, den Leuten sowas wie einen Werkzeugkasten an die Hand zu geben, also Begriffe zu erklären, die wir brauchen, um die gesellschaftlichen Verhältnisse zu erklären, mit denen wir uns jeden Tag konfrontiert sehen, weil wir das Gefühl haben, es ist oft ganz schwierig, das zu benennen und in Worte zu fassen, sondern bewegt sich eher auf so einer Gefühlsebene oder so einer vagen Vermutung. Genau. Ich würde sagen, wenn man den Kernsatz formulieren müsste, wäre das wahrscheinlich schon die Erkenntnis, dass die Menschen ihre Gesellschaft machen und nicht wissen, dass sie sie machen. Alltäglichen Leben. Ich würde sagen, was schon wichtig ist, ist so dieses Ding mit, ich kann mir erklären, warum bestimmte Leute auch mir gegenüber so handeln oder so auftreten oder was für Gründe die haben, das so zu machen, und kann dann da eine andere Position zu einnehmen. Also so klassisch im Job, ne, dass ich mir halt irgendwie nicht einreden muss, mit dem, was ich irgendwie lohnarbeite, die Welt zu verändern, oder dass da der Inhalt das Entscheidende ist, sondern dass ich halt klar haben kann, es gibt diese abstrakte Ebene, die Wertebene, für die mache ich das erstmal, dafür kriege ich die Kohle. Und das ist dann schon auch im Alltag eine Erleichterung, würde ich sagen. Also dann fällt es einfach leichter, sich davon zu distanzieren so, und zu sagen, okay, ja, mache ich jetzt halt. Und in dem Moment, wo ich weiß, ich habe es mit einem gesellschaftlichen Problem zu tun, falle ich auch nicht so leicht darin zurück, das zu individualisieren. Also ich finde, das bewahrt einen auch tatsächlich oft davor, dass man den ganzen Rotz, den man irgendwie so erlebt und den andere erleben, dass man das so völlig auf die eigene Kappe nimmt und sich den ganzen Tag den Kopf darüber zerbricht, warum man das irgendwie alleine nicht ändern kann. Und das irgendwie zu begreifen, dass man natürlich involviert ist, aber das auch nicht alleine irgendwie lösen kann, so, das ist, finde ich, oft auch echt ein, also erleichterndes Gefühl, weil ich glaube, das passiert nämlich sonst ganz oft, dass man das total individualisiert und unfassbar frustriert ist die ganze Zeit. Ja, so eine Interpretation seiner Erfahrung, die ist dann verändert und dann fühlt sich besser an, so verstehe ich das, ne? Genau, oder man weiß zumindest, warum es sich schlecht anfühlt, so. Ja. Man muss sich nicht so Sorgen machen, dass es an einem selber liegt, ne? Also was du auch meintest, das glaube ich, ist schon der zentrale Punkt. Und so in Zukunft, so vielleicht in 20 Jahren, wie seht ihr euch da mit diesen Theorien? Ja. Und in eurem Leben sozusagen, ne? Also. Ja, ja. Also ich glaube, jetzt gerade sind wir eigentlich sogar an einem Punkt in unserem Leben, wo wir anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, was heißt eigentlich die Theorie, die wir die ganze Zeit machen für unser Zusammenleben. Und also für uns beide konkret zum Beispiel war so klar, okay, wir wollen in derselben Stadt wohnen bleiben, wir richten unser Leben nach vielleicht anderen, wir versuchen das so nach anderen Maßstäben zu richten, also nicht nur zu gucken, wo wir es karrieremäßig am besten, sondern also wir können nicht in der Vereinzelung und wir brauchen irgendwie bestimmte Zusammenhänge und wir versuchen uns die zu schaffen. Ja. Und dann geht es halt so an die ganz konkrete Lebensplanung, wo zieht man hin, was studiert man irgendwie weiter, wie kann man irgendwie solidarisch miteinander sein und wissen, dass man den Kampf irgendwie gemeinsam führt, auch noch in 20 Jahren. Ja. Ich auch sagen, also dass gerade so total spannend ist, dass wir ganz viel Praxis machen können, so, und eher so an dem Punkt sind, wo wir sagen, jetzt haben wir so theoretisches Wissen, das ist natürlich nie abgeschlossen oder so, aber dass wir gerade eher an so einem Punkt sind, wo wir sagen, wir können jetzt ganz viel in die Praxis gehen, Leuten davon erzählen, aber zum Beispiel halt auch pädagogische Praxis oder so damit machen bei den Falken, ne? Und ich würde sagen, das ist schon gerade die Perspektive, in 20 Jahren halt da zu stehen mit einer starken Gruppe von Leuten, die alle cool sind und die zusammen mit uns irgendwie versuchen, ihr Leben zu gestalten. Also so, da wäre ich schon gerne in 20 Jahren. Und schon auch viel mit den Leuten, die ich jetzt auch kenne. Und ne, also mit euch und irgendwie mit den Leuten, die hier auf dem Move sind. Also dass ich das Gefühl habe, ich will
halt nicht mehr, also dieses Flexibilitätsding ist halt auch keine Freiheit. Ne? Also ich fände es eigentlich schön, wenn wir das in 20 Jahren auch noch so am Start sind zusammen. Mhm. Ja. Beantwortet das die Frage nach der Theorie auch? Oder? Ich versuche gerade selber die Zusammenhang herzustellen zwischen Wachstumszwang und Ausbeutung und was war der Begriff? Konkurrenz. Ja. Wie fand das jetzt? Mhm. Ich glaube, für uns ist so das Ding dabei auch, dass das alles Sachen sind, die zusammen leichter zu ertragen sind. Mhm. Also immer wenn ich alleine bin, lande ich in der Vereinzelung und komme nicht darüber hinaus und ich fange wieder an, Sachen zu individualisieren. Und sobald ich mit Menschen, also das ist natürlich irgendwie so, auch, aber wenn ich mit Menschen zusammenlebe, die die gleiche Theorie haben wie ich, dann ist es viel leichter, das irgendwie zu erkennen und sich auch emotional davon zu distanzieren und das irgendwie, also gemeinsam damit umzugehen mit dem Schmerz, den man in der Welt halt immer erfährt, den uns die Theorie erklären kann, aber den die Theorie halt noch nicht abschafft. Mhm. Vielleicht das so ein bisschen. Und auch die Richtungen, die man da rauskommt, ne? Also gut, ich meine, vielleicht ist es auch selbstverständlich für Leute, dass man durch Konkurrenz nicht da rauskommt aus dem Scheiß, aber so Selbstoptimierung kam bei uns bei dem Wachstumszwang sofort. Das Wachstumszwang, was ist, was sich in unserem Leben als Selbstoptimierung niederschlägt, weil man halt nie gut genug ist. Mhm. Ja. Und wenn ich weiß, woher das kommt und was das ist, dass das an mich heranträgt, dass nicht, dass ich selber bin und dass das auch tendenziell nicht die Leute sind, die ich gern habe, sondern dass ich vielleicht für die genau die Person bin, die ich gerade sein muss, dann kann ich leichter sagen, ich optimiere mich an bestimmten Punkten oder ich bescheiße oder so. Ne? Und dann mache ich mir das nicht so zu eigen und kann das leichter ertragen. Ja, voll, das ist ja auch mit so Uniseminaren oder so. Ne? Also man steht eigentlich irgendwie in Konkurrenz, aber man kann das halt auch anders machen. Damit verändert man auch noch nicht die ganze Gesellschaft, aber für einen selber wird es im ersten Moment leichter, wenn man sagt, nee, komm, wir schreiben das zusammen. So, und ich helfe dir und du hilfst mir und irgendwie kriegen wir das gemeinsam besser gewuppt. Ja, und da würde ich jetzt sagen, dann müssen wir in 20 Jahren genug Leute sein, die das auch so sehen. Die sagen, wir sind, alle Leute in den Uniseminaren sehen das so und alle sind so organisiert, die, ne? Und dann sind wir halt nicht mehr nur zu zweit und müssen das aushalten, sondern dass wir in 20 Jahren soweit sind, dann sind wir vielleicht nicht mehr in Uniseminaren. Aber da, wo wir dann sind, sind wir nicht mehr nur 2-3 Leute, sondern mehr. So, ja. Es ist aber spannend, weil der Chris, glaube ich, meinte mal, das ist so ein bisschen die Gretchen-Frage an Linke, ob sie es ernst meinen mit dem, was sie machen, wenn man sie fragt, wo sie in 10 Jahren damit sein wollen, was sie machen. So. Ja. Also ob es irgendwie nur Quatsch ist oder ob sie eine Perspektive haben, wo sie hinwollen mit ihrer Praxis. So. Finde ich schon ganz spannend. Ja. Ja, gerade im Zusammenhang mit den anderen beiden Vorträgen. So, die Utopie ist da, mehr oder weniger. Der Weg irgendwie auch beschrieben. Aber wie in unserem täglichen Leben und Zwängen und so, wie setzen wir das denn um? Ja. Es geht nur solidarisch. Irgendwie, indem man sich größtmögliche Freiheiten im Alltag erkämpft. So, ne? Also. Und für uns, wir sind ja, wir können das ja auch nur machen, weil wir halt irgendwie nicht so super viel arbeiten müssen den ganzen Tag. Ne? So. Und da muss man halt mehr Leute dazu kriegen. Ich würde sagen, das ist vielleicht das, wo wir uns sehen in 20 Jahren. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es bei Simon ist, dass er sagt, er will in 20 Jahren seine fertige Bestimmung vom Commons haben. Womit er dann losgehen kann und sagen kann, so ist es und damit überzeugt er die Leute. Ne? Das ist ja auch eine sehr gute Perspektive. Ich würde sagen, unsere Expertise oder irgendwie Stoßrichtung liegt eher darin, wie werden wir mehr Leute und wie kriegen wir uns cool organisiert. So. Mhm. Ja, und wie vermitteln wir das, was wir schon wissen, an die anderen. Mhm. Ja. Ja, ich habe gerade nochmal gedacht, also diesen zentralen Satz, den wir ja schon hatten, irgendwie, dass die Menschen ihre Gesellschaft machen, aber nicht wissen, dass sie sie machen. Mhm. Irgendwie, da steckt super viel drin, habe ich das Gefühl. Also von dem kann man eigentlich in alle möglichen Richtung gehen. Also ich meine, allein die Aussage, dass die Menschen ihre Gesellschaft machen, ist, wenn man es voll durchdringt, ja schon eine krasse Geschichte. So, ne? Also das ist ja auch das, was Stefan und Simon ja auch immer stark machen, die Potenz, die da drin steckt, dass wir uns unsere Bedingungen selber schaffen und dass wir alles machen können, was wir wollen letztlich. Ne? Das ist schon krass. Und dann, dass wir es im Moment so machen, dass wir nicht wissen, dass wir es machen, ist ja nochmal eine völlig andere Dimension da drin. Oder mit dem, die Philosophen haben
die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Das ist halt nicht nur so ein Spruch, ne? Das meinen wir schon ernst. Und Max hat das bestimmt auch total ernst gemeint. Ja.